In ihrer Instagram-Story war am Samstag ein Video zu sehen, auf dem ein Affe mit zwei Kindern auf einer Picknickdecke herumtollt. Dazu schrieb die Influencerin, hab das Video jetzt locker 50x angeschaut und kann nicht aufhören. Etwa 10 Stunden später folgte dann die Reue, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Seegurken, ich hoffe es geht euch gut und ich muss mich entschuldigen, steigt die Moderatorin gewohnt humorvoll in ihre Story ein. Das Video zeigt zwei Mädchen, die von einem Affen umarmt und gekuschelt werden. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es hierbei um Tierquälerei, weil in einer Parktierhaltung, gehen könnte, erklärte sich die Influencerin, die für den TV-Sender RTL unter anderem das Supertalent moderiert. Doch eine Kritik gehe ihr dann offenbar doch etwas zu weit. Ein Follower schrieb, Tierquälerei ist das. Dessen bist du dir hoffentlich bewusst. Ein wildes Tier dieser Art würde niemals so mit Menschen umgehen. Des Weiteren gehört dieses Tier auf einen Baum mit Freunden und nicht auf eine Decke, echauffiert sich der Instagram-User und mahnt weiter, dass ihr sowas immer feiern müsst. Du gehörst dann auch zu denen, die sich direkt dazu setzen würden für 10.000 Klicks auf Instagram. Hauptsache du hast Spaß und deine Follower. Widerlich. Lola erklärt, sie gehe niemals in einen Wildpark, ich gehe nicht in Zirkus, ich gehe nirgendwo hin, wo Tiere schlecht behandelt werden, weil ich das auf keinen Fall unterstützen will. Kein vermeintlich süßes Foto dieser Welt ist es wert, dass ein Tier leiden muss, sagt Lola und fordert auch ihre Follower auf, mehr Courage zu zeigen. Bitte macht keine Kutschenfahrten, bitte geht nicht in Tierparks mit Wildtieren, die, wie der Name schon verrät, in die Wildnis gehören. Sie findet es traurig, dass ausgerechnet ihr das vorgeworfen werde. Kritik an sich finde ich super, aber diese diffamierende Wortwahl dann immer. Du würdest doch alles für Follower und Likes tun.